Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia. Heute geht es um diese wunderschönen Dorftier, Deutsch und Gavane, L'Imperatrice. Das bedeutet übersetzt die Kaiserin. Vorhin ist dieser Dorf die Kaiserin, in dem Reich einen wunderschönen tropischen Fruchtcocktail zu erstellen und einen perfekten Sommerduft abzugeben. Für mich einer der besten Sommerdüfte ever. Voll einfach fruchtig, frisch, und teilweise ein bisschen aquatisch ist. Wahrscheinlich auch durch die Wassermelone. Aber dazu komme ich später noch. Twilight erst, ist ja auffällig, dass da so eine 3 drauf steht. Tra L'Imperatrice. Denn dieser Duft war Teil der Anthology Collection. Da gab es, glaube ich, so 20 verschiedene Düfte. Meinetwegen auch mehr. Auf jeden Fall Deutsch und Gabbana limitiert so eine Collection rausgebracht und ja, die sahen alle so aus. Hatten natürlich auch unterschiedliche Zahlen. Und ja, die Collection ist irgendwann nur vom Markt gekommen, aber dieser Duft hat überlebt. Den gibt es heute schon noch zu kaufen. Was sagt uns das? Wenn der Duft überlebt hat, muss er auch wirklich gut sein. Der muss sich bewährt haben. Und bei mir hat das. Ich sprühe den Duft jetzt mal. Ich sprühe da ein bisschen mehr von, weil ihr kennt ja das Problem bei den meisten Sommerdüften. Die halten nicht lang. Die verfliegen schnell und der muss einfach wieder nachsprühen. Und das ist leider auch bei dem Duft der Fall. Das einzige Sommerparfüm, was ich auch schon reviewed habe, das macht wirklich die Ausnahme. Das ist Vomanity von Thierry Mugler. Die Mugler-Düfte sind so absolute Monster, was die Haltbarkeit betrifft. Aber das. Dafür, dass es für mich so ein sommerlicher Duft ist, ist halt natürlich extrem lange. Aber das ist natürlich nicht so tropisch wie das hier. Also, wie riecht der Duft? Der Duft ist ein Fruchtcocktail einer Kaiserin würdig. Was man am meisten wahrnimmt, ist die Wassermelone. Die Wassermelone kann man tatsächlich extrahieren. Aus der Wassermelone kannst du kein Parfümöl extrahieren. Bedeutet, es ist natürlich ein synthetischer Duft. Ist künstlich erzeugt. Was da noch mitschwingt, ist Kiwi und Rhabarber und ein bisschen rote Johannisbeere. Ich blende euch an der Stelle mal die Duftnote ein. Ihr könnt das noch ein bisschen nachlesen. Und naja, was wirklich im Vordergrund tritt, ist die Wassermelone. Wassermelone, Wassermelone, Wassermelone. Und dann noch mit paar Früchten gemischt. Das bekommst du hier bei der L'Imperatrice. Die anderen Noten, die da stehen, richtig. Meine wunderschöne Nase leider nicht raus. Gut. Welche Frau trägt den Duft? Eine Frau, die unbedingt in die Karibik möchte. So eine Frau, die liebt es einfach auf tropischen Reservaten zu sein. Die liebt es einfach Strandpartys zu machen. Und sie ist halt immer gut drauf, immer freudig. Und ja, welche Duftsprühe? Das verleiht einem so eine positive Attitude. Da bist du einfach komplett positiv eingestimmt. Ja, die macht so glücklich, du hast bam, einfach direkt so einen Fruchtcocktail. Und es ist nicht nur erfrischend, nicht nur tropisch, es ist einfach uplifting. Kriegt man gute Laune von. Für mich ist das so ein richtiger, sommerlicher, gute Laune-Duft. Wenn ich nicht weiß, was ich sprühen soll, warmes Wetter, zack. Deutsch und Gavane L'Imperatrice. Erfrischt dich nur, sondern verleiht einem nur noch diese tropische Atmosphäre. Und da bin ich ein richtiges Fangirl von. Gut. Zu dem Duft. Ich finde, der Duft ist echt gut. Kriegt von mir 8,5 von 10 Punkten. Ich finde, wenn ich den jetzt sprühe, habe ich voll Tropical Vibes. Aber für mich persönlich verfliegt der Duft ein bisschen zu schnell und dann muss vielleicht richtig nah dran gehen, um den Duft noch wahrzunehmen. Deswegen muss ich da ein bisschen Abstriche machen, aber wer so Tropical Vibes mag, so Fruchtcocktails, der ist hier auf jeden Fall eine richtige Adresse. Normalerweise sage ich immer so Escada-Düfte, die können das am besten, weil die meisten Escada-Düfte alle auf so Tropical Vibes abgestimmt sind.
Es gerade hat fast nur solche Düfte. Aber Deutsche und Gebäude haben gezeigt, dass sie es auch können. Diesen Duft. Deswegen, ich finde es cool. Es hat jetzt nicht so ein super uniker Duft, aber du bekommst wirklich einen richtig tollen Fruchtcocktail. Und deswegen gibt es von mir 8,5 von 10 Punkten. Und wichtig ist auch zu erwähnen, Wassermelone ist nicht nur super erfrischend, sondern erscheint auch nicht in wirklich vielen Düften. Es gibt nicht so viele Düfte mit Wassermelone. Und ich denke, L'Imperatrice ist tatsächlich eine der besten Wassermelonendüfte für Frauen. Von daher, großer Stellenwert bei mir. Haltbarkeit sind 7 Stunden, aber 7 Stunden auch nur, wenn du richtig nah dran gehst. Nach 3 Stunden ist das nur so ein hautintimer Duft. Da muss wirklich richtig nach rangehen, fein sonst nicht mehr ist. Deswegen kriegt es für eine Haltbarkeit 6 von 10 Punkten. Ich respektiere immer noch, dass es ein Sommerduft ist. Wie gesagt, Sommerdüfte in der Regel verfliegen sofort. Sommerdüfte halt in der Regel 3 bis 5 Stunden. Oder 3 bis 6 Stunden. Da der 7 Stunden hält, Sommerduft ist, gebe ich einfach 6 Punkte. 6 von 10. Wäre das jetzt ein Winterduft und der wird nur 7 Stunden halten, dann wäre ich richtig traurig. Na gut, ihr Lieben. Dieses Jahr steht Duft, das für den Sprüht, ist gut und wahrnehmbar, aber halt so Mittelmaß. Das ist so Mittelmaßduft. Mir fällt es nicht super auf. Ich war eben auch unterwegs und ich glaube, niemand hat diesen Duft wahrgenommen. Weil ich. Gut, ich muss sagen, ich habe den nicht oversprayed, ich habe nur eine Jacke drüber gehabt, aber das Ding ist, die Siage ist halt nur so eine Bubble, so eine kleine Bubble um dich herum. Deswegen, komplett Mittelmaß, 5 von 10 Punkten. Zum Flakon muss ich sagen, das ist der hässlichste Flakon in meiner Sammlung. Ich finde, der Flakon ist absolut hässlich. Es ist so hässlich und ich verstecke den auch auf meinem Filmtisch, weil er einfach so hässlich ist. Ich meine, was ist das? Einfach so ein Zettel draufgeklebt, das könnte ich wirklich abknibbeln. Das wäre nur draufgeklebt, einfach so ein hässlicher Zettel. Und Flasche schlecht, Flasche langweilig, Deckel ist alright, I guess. Auf jeden Fall viel zu simpel. Der Duft heißt die Kaiserin. Die Kaiserin und dann ist es schon ein simpler, langweiliger Flakon. Nee, 0 von 10 Punkten. Das ist der hässlichste Flakon, den ich tatsächlich gesehen habe. Was letztendlich egal ist, weil der Duft Weltklasse ist. Wie gesagt, bestimmt, zumindest meiner Meinung nach, Top 5 Sommerduft für Frauen. Vielleicht, wenn ihr einen guten Sommerduft haben wollt, ist das euer Go-To. Und zum Fruchtcocktail, der stößt auch nicht irgendwo an. Ne, ich liebe ja Vomanity. Auf Vomanity hat Kaviar, Feige und ja, sehr seltsame Noten und der Duft ist auch sehr unique, aber das ist halt so Love or Hate. Mit diesem Duft kriegst du eigentlich keine negativen Reaktionen. Das ist das Schöne. Mit dem Duft gehst du niemandem auf die Nerven. Und du hast wieder einen schönen Sommerduft, der eigentlich jeden gefällt. Das ist auch so ein Duft, wenn du auf Fruchtcocktails stehst, kann ich dir sagen, kannst du blind ballen. Kannst du einfach so bestellen und dir wird dir gefallen. Und das ist der große Vorteil dieses Duftes, dass du ihn immer einsetzen kannst. Das ist ein Duft für Alltag, für Freizeit, für Sport. Und da irgendwie sexy ist durch das süße Fruchtcocktail, tropische, kannst du ihn auch als Date-Duft im Sommer benutzen. Aber natürlich nur im Sommer. Meinetwegen noch im warmen Frühling. Ich stell mir das richtig vor, so ein Date am Strand oder so, da glänzt er richtig. Oder ein Date in der Karibik. Gut, wenn du ein Date im Sommer hast und ins Restaurant geht, vielleicht nicht der beste Duft, aber in spezifischen Situationen kann es auch ein richtig guter Date-Duft sein. Deswegen, not bad at all. Kann man auch für die Arbeit nehmen. Weil er halt nicht so offensiv ist. Riecht einfach nur fruchtig, süß und ist halt nicht super in your face. Wie gesagt, die Siage
Die Duftschleier ist halt nur so mittelmäßig. Kann auch ein Duft für die Arbeit sein. Definitiv aber kein Partyduft. Höchstens für eine Party am Strand. Süße kleine Strandparty. Aber ansonsten eher nicht so empfehlen. Für Partys. Weil wahrscheinlich andere Düfte diesen Duft komplett übertönen und dann fällt es da nicht auf. Gut, für wen ist der Duft? Für alle Frauen. Wenn ich mir jetzt entscheiden müsste, junge Frauen, ältere Frauen, würde ich eher sagen, jüngere Frauen. Weil es halt so ein richtig verspielter, süßer Duft ist. Für mich ist das wirklich so eine Frau, die ist immer gut gelaunt, komplett, quasi so wie ich, am Reden. Und komplett lebenswert. So eine Frau trägt diesen Duft. Das ist jetzt nicht so die eingebildete, mysteriöse Frau. Was halt manche ältere Ladies sind, deswegen würde ich sagen, dass ich jetzt entscheiden müsste, ist das eher ein Duft für jüngere Frauen oder ältere? Da würde ich eher sagen, für jüngere. Aber theoretisch, wenn du 30, 40, 50, 60 bist, 80 bist, kannst du auch noch L'Imperatrice tragen. Warum nicht? Wenn du auf diese Cocktail-Vibes stehst, dann ist das voll in Ordnung. Gut, ihr Lieben. Das war eigentlich mein Review. Insgesamt gebe ich dem Duft 7,5 von 10 Punkten. Haltbarkeit, Sillage können ein bisschen besser sein. Theoretisch auch der Flakon, der wirklich sowas von hässlich ist. Aber das Beste an dem Duft ist halt der Duft an sich, der ist halt echt eine der besten Sommerdüfte. Ihr wisst, ich liebe eigentlich eher so süße, in-your-face-unique Düfte, wie die ganze Muggler-Düfte, Aura, Alien und sowas. Aber der Sommerduft hat sogar mir angetan. I love it. Gut, ihr Lieben. Sagen wir, falls euch das Review gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!